Ja, mein Moin, willkommen zu diesem ganz kleinen Special-Video. Einer meiner Zuschauer hat sich halt dieses, Extra-Video gewünscht, wie ich meine Schneideprogramme benutze. Und ich wollte euch das mal kurz vorstellen. Es ist in der Shotcut, ist halt gratis, das ist der große Pluspunkt. Ich schicke euch nochmal den Link in der Videobeschreibung, aber genau, wir googeln Shotcut. Hier ist die wunderschöne Seite, geht einfach hier bei Click to Download oder bei Download. Dann hier für Microsoft natürlich, genau, für Linux, Mac, whatever, installieren. Einfach einen Installer, ein oder zweier. Lädt halt den Installer runter, aus dem Administrator und dann installiert er sich von selbst. So, dann hopfen wir mal rein direkt ins Programm Shotcut. Und zwar sieht die Oberfläche. Die Oberfläche so aus. Yeah. Bin am Anfang jetzt recht verwirrend, aber ich erkläre es Step by Step. Und zwar ganz am Anfang fangen wir hier mit unserem Projektnamen an. Projekt ist einfach der Ordner, wo das hier halt gespeichert. Also nicht das endgültige Video, sondern die Arbeit. Also es gibt so eine eigene, so ein eigenes Dateiformat dafür. Ähnlich, wenn man zum Beispiel in Paint.net irgendwie ein Bild mit mehreren Ebenen hat, da wird das auch als Projekt so abgespeichert. Ich habe hier extra einen Ordner dafür angelegt. Projektname, nehmen wir es einfach Shotcut Tutorial. Einfach als halber Videomodus. Könnt ihr einen aussuchen, ich mache es aber auch automatisch, wie ihr wollt. Ich kenne mich nicht genau ganz gut damit aus, aber klicken wir auf Los. So, da hat das Projekt geladen. Und dann fange ich hier mit der Wiedergabeliste an. Und zwar nehme ich hier einfach die Samstagfolge von CSGO, wo wir das Unentschieden leider gespielt haben. Drag das hier rein. Dann haben wir jetzt hier eine Wiedergabeliste. Also dort in die Wiedergabeliste kommen alle Videos, alle Bilder, alle Audios, was auch immer rein, was dann später im Video halt angezeigt wird. Dazu brauchen wir natürlich noch irgendwie unser Intro und Outro. Das habe ich hier gespeichert. Yeah! Und dann fangen wir auch mal erstmal an. Und zwar können wir entweder mit Rechtsklick auf der Zeitachse klicken, Spurbearbeitung, dann halt entweder eine Audio- oder eine Videospur hinzufügen. Also, Audiospur eignet sich halt am besten, wenn man irgendwie so Musik sein Video untermalen möchte. Zum Beispiel macht irgendwie so eine Bildergalerie, macht so eine entspannte Musik drunter. Oder man macht direkt eine Videospur, was man auch machen kann automatisch. Wenn man jetzt eine Videodatei hier reinzieht, macht er automatisch eine Videospur daraus. Das ist auch ganz cool. Hier ist natürlich mein Intro. Mein Outro. Lul. Bitte nur kurz deleted. So, mit entfernen könnt ihr übrigens Sachen wegmachen. Natürlich wird das Intro. Kennt ihr ja. Sehr schön. So, wie geht's jetzt weiter? Dann füge ich hier schon mal mein CSGO Gameplay ein. Genau. Hier seht ihr das. Es ist ungefähr 26 Minuten lang. Das Rendering wird etwas länger dauern, je nach Betriebssystem und wie gut euer Rechner ist. So, was haben wir hier noch? Wenn wir das Video jetzt hier reinschieben würden, würden sich die beiden Videos so gesehen überschneiden. Das können wir mal ausprobieren. Lassen wir das hier laufen. Ja. Mal ich anfangen zu reden. So. Wenn ihr jetzt auf diese, die ist jetzt ausgewählt, die Videodatei, wenn ihr jetzt S drückt, macht ihr einen Cut. S für Snip, weiß nicht. Ausschneiden, nicht ausschneiden. Halt für an Abspielpositionen getrennt, genau. Macht den Cut. Hier ist halt, wo ich halt so ein Bildschirm switche nach dem Start der Aufnahme, das können halt weg. Könnt ihr halt entweder mit entfernen, also mit der Taste entfernen, mit X oder halt Rechtsklick und dann Ripple Delete. Machen wir mal weg. So. Wir können das jetzt hier so überschneiden. Dann sieht das folgendermaßen aus. Ja, moin moin Leute, willkommen. Seht ihr?
Ich kann es auch rückgängig machen. Und mach's dann hier komplett lang. Moin moin Leute, willkommen hier zu einer... Das ist etwas zu lang, deswegen würde ich das hier so lassen. Ja, moin moin Leute, willkommen hier zu einer Runde CSGO Samstag. Kurva. Genau. Wenn ihr jetzt irgendwas drüber machen wollt, irgendwie so ein Bild oder so. Ich kann mal ein Beispielbild nehmen. Nehmen wir... Keine Ahnung, einfach die Kokarde meiner Wurf- und der Luftarmee. Mach eine neue Spur. Eine Videospur. Fügen das jetzt hier ein. Und dann müssen wir halt noch wählen auf der Zeitleiste, bis von wann bis wann das Bild eingeblendet werden soll. Sagen wir von hier bis hier. Und uns stehen dann halt spezielle Filter zur Auswahl. Genau. Filter sind halt besondere Effekte, die man halt hinzufügen kann zu Audio- und Videodateien. Und zwar drücken wir hier auf Plus für einen Filter hinzufügen. Und hier haben wir schon Favoriten, Video, Audio. Zum Beispiel, wir haben jetzt, machen wir einfach Video einblenden und Video ausblenden. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Moin Leute, willkommen hier zu einer Runde CSGO. Sehr schön. So, zum Beispiel, was können wir noch machen? Wir können auch, sachten, also jetzt Audio hier einblenden, ausblenden wäre jetzt ein bisschen dumm bei dem Bild. Was kann man noch machen? Größe, Position und Drehung. Zum Beispiel, das Bild jetzt zu groß sein sollte, irgendwo anders hinstellen. Können wir das erstens verstellen, und zwar noch eine wichtige Info, also man hat hier diese vielen verschiedenen Punkte. Die kann man halt alle verschieben, je nachdem wie viel Platz man wo braucht. Zum Beispiel, ich brauche jetzt die Zeitleiste nicht so. Und so, dann kann man das halt nach Belieben verschieben. Und da haben wir auch schon die Größe des Bildes, die Position des Bildes. Der Größenmodus, wo das hin soll, die Rotation, Hintergrundfarbe und hier die Voreinstellung für Animation. Darum kümmern wir uns gleich. Wir können auch das Bild hier so einfach so verschieben, an den Eckpunkten. Dabei ist es immer im selben Format, also es wird jetzt nicht wie bei Paint irgendwie verschoben oder gedehnt oder ihr wisst, was ich meine, sondern es bleibt immer in derselben Formatgröße. Hier können wir das Bild rotieren, wie wir lustig sind, können wir es auch dann einfach hier wieder zurücksetzen. Mit dem Mittelpunkt können wir das Ding verschieben, wie wir lustig sind, einfach so, 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 so. Und sagen wir mal, wir wollen, dass der... dass das Abzeichen von links nach rechts geht. Hier haben wir Voreinstellungen und haben hier einige, zum Beispiel hinauszoomen, verschiedene, hineinzoomen, nach links bewegen, nach rechts bewegen, nach unten, oben, links, schütteln, oben, lalalala, und was es sonst noch nicht gibt, machen wir einfach langsam nach rechts bewegen. Ja, jetzt hat er das Bild wieder auf Originalgröße gemacht, gar nicht gut. Dann machen wir das kleiner. Gehen wir auf den allerersten Frame, wo das Bild zu sehen ist. Machen wir Zoom 61. Warum verkleinert das Bild? Also ich bin selbst noch nicht ganz genau drin in der Materie von dem Programm. So. So wie ich das eigentlich verstanden habe, muss man Start, also den ersten Punkt des Frames, wo das Bild zu sehen ist, und den allerletzten editieren, und der macht das den Rest dann automatisch. Genau. Dann brauchen wir noch die Anfangsposition. Die wäre jetzt hier und am Ende der Bewegung soll der Typ halt hier stehen. Probieren wir das mal aus. Willkommen hier zu einer Runde CSGO Samstag. Cool. So ungefähr kann das funktionieren. Natürlich wird der Graubalken im Video nicht zu sehen, sondern das ist jetzt nur die Vorschau, wo die Eckpunkte der Bilddatei sind. Willkommen hier zu einer Runde so durchlaufen CSGO. Lassen. Für das eigentliche Video brauche ich das jetzt nicht, deswegen lösche ich mal die ganze Spur jetzt. Oder ich lösche erstmal das da. Und zeige noch... was anderes, obwohl, nee, ich lasse es mal. Denn es gibt noch eine Sache, die ist
jetzt nicht hier drinne. Und zwar gibt es natürlich zu dem Video kann man halt verschiedene Farbtöne, irgendwelche Filter benutzen, wie man lustig ist. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn man jetzt ein Bild mit Greenscreen Hintergrund hat, dass man den mit Chroma Key einfach oder erweitert den Greenscreen einfach aussteigen lassen kann. Ist auch eine coole Funktion. Was ich eigentlich zeigen wollte, war ja, verschiedene Effekte, Fischei, Glitch, Glühen und so, dass man noch einen Text einfügen kann. Und zwar war der Text, Text. Text einfach. Text Timecode, nein, kein Timecode. Was geht? Voreinstellung. Kann man auch wieder animieren lassen. So, da kann man auch natürlich alles einstellen. Schriftart. Schriftart, das ist Schriftfarbe, hä? Ah, hier sind die Schriftarten, wie man möchte. Ah, ja, geil, sieht man. Ja. Kontur. Naja, sieht man trotzdem nicht. Ist halt doof. Doofes Beispiel mit der Schrift. Aber ihr wisst, was ich meine. Das wollen wir allerdings nicht im Video haben. Also gehen wir wieder hier auf Spurbearbeitung. Spur löschen. Ich bin. Ich hab Bock. Nein, kein langes Spiel. Gucken wir uns kurz das Video an und. Das zwei Agency, perfekte Maps. Wir gehen direkt rein. Direkt in die Queue und ballern alle nieder. Oder ich werde niedergeballert. Mal schauen. Und suchen uns dann die Stellen aus, wo wir schneiden wollen. Niedergeballert werden schon. Cringe. Oh ja, die Du-Klassik. Let's go. Was Disco 2 betrifft, ich hab. Mich von. Muss ich noch einsteigen. Aber ich hab jetzt nicht verstanden. Soll ich auch hier machen? Mit den Tasten halt gerade vor- und rückspulen. Auf schnelleren Geschwindigkeiten. Dann warte ich einfach bis. Disco 2 rauskommt, dann werde ich es einfach suchten. Yeah, suchten. Das war's dann auch. Ich würde mich gleich wieder melden. Nachdem wir ein paar unnötige Szenen rausgeschnitten haben, wie das dann funktioniert mit den Rendern. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Genau, ich habe hier ein paar Sachen rausgeschnitten. Ganz easy. So, was wollten wir jetzt machen? Und zwar das Outro nochmal einfügen. Fügen wir das einfach hier hin. Mit einer kleinen Überblendung. Es ist schon zu viel. Zoomen wir ein bisschen rein. Und was noch hilfreich ist, man kann auch perfekt zu dieser Zeitachse. Was? Geh mal weg, Alter. Hinmachen. Also, wenn ich jetzt mit meiner Zeitachse hier hingehe. Ah, perfekt. Mini-Überschneidung, sehr schön. So was wollte ich. Eine Sache, die ihr noch machen könnt, wenn ihr jetzt ein Video ausgewählt habt. Hier habt ihr halt den Pegel, Lautstärke, leise. Links, rechts meine ich. Könnt ihr natürlich bei Audio, könnt ihr dann, oder bei Favoriten war das, stumm, könnt ihr stumm machen, was es sagt. Hier, Verstärkung, Lautstärke. Könnt ihr einen Pegel einstellen, ob es zu leise, zu laut ist. Ja, okay. Können natürlich voll aufdrehen, komplett leise machen, resetten, was das auch sagt, ne? Okay, nachdem wir das Video eingestellt haben, wollte ich noch kurz zeigen, was hier oben ist. Also hier natürlich Datei, könnt ihr eure Projekt speichern. Die werden in MLT-Dateiformat gespeichert. Was MLT ist, weiß ich jetzt nicht, aber das ist halt das Projektformat. Also wenn ihr jetzt nur dieses Projekt öffnet, dann sieht das halt auch so aus. Nicht das fertige Video, das ist ja was anderes. Ja, rückgängig wiederherstellen. Pegelmesser, das ist das hier. Könnt ihr auch ausblenden oder einblenden lassen. Eigenschaften. Damit habe ich mich noch selber nicht auseinandergesetzt, aber da werden halt die Eigenschaften von eurem Video angezeigt. Ihr könnt die Geschwindigkeit anpassen. Jetzt habe ich die Geschwindigkeit angepasst. Ich habe es zum Glück nicht. Okay, sehr gut. Zuletzt geöffnet. Das sind eure ganzen Projekte zuletzt geöffnet. Schließen, voll aufschließen, so. Notizen, ihr könnt euch Notizen machen. Brauchen wir jetzt nicht.
Zeitachse, das ist das hier. Filter, wie gerade erklärt. Marker. Was ein Marker ist, das weiß ich jetzt gar nicht. Das müsste ich mal nachschauen. Machen wir mal weg. Schlüsselbilder ist... Verdammt. Ich glaube, das war wichtig für Animation, um die richtig perfekt zu timen, aber soweit bin ich jetzt auch noch nicht. Verlauf ist, was man gerade gesehen hat, was man vorher gemacht hat. Exportieren und Aufträge, das ist jetzt wichtig. Wir haben hier die Leiste für Aufträge. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Man klickt auf Exportieren, um das Projekt in eine vernünftige Datei zu exportieren. Genau. Hier habt ihr dann verschiedene Voreinstellungen. Ihr könnt daraus ein GIF machen, das hier, also das alles Standardprogramme. Meistens würde man H264 High Profile, Main Profile nehmen. Oder halt, es gibt sogar eine extra YouTube Profile. Da sind noch einige kleine Kleinigkeiten für YouTube speziell umgeändert worden. Was die genau sind, weiß ich jetzt auch nicht. Können wir gleich nachgucken. Können verschiedene Audiodateien machen. Camcorder. Was auch immer das ist. Das hier. Könnt ihr Bilder machen. Also, das ist frei überlassen, wie ihr es exportieren wollt. Wir klicken mal hier einmal auf High Profile und dann auf Erweitert. Gucken uns die Unterschiede an. Nee, ist alles gleich. Codec. Hier die GOP. Was auch immer GOP heißt. Audio ist gleich. Nee, die Bitrate ist bei YouTube höher. Sonstiges. Okay, also das sind kleine Unterschiede wahrscheinlich. Dann klicken wir auf YouTube. Die Qualität. Davon hängt jetzt ab. Also die Qualität entscheidet dann halt, wie lange ihr rendert. Ich mache meistens meine Qualität auf 85 bis 90. Das reicht auch. Machen wir mal 85, weil das Video etwas länger ist. Audio, ja, können wir so lassen. Seitenverhältnis, Auflösung, perfekt. Dann können wir auf Datei exportieren klicken. Suchen uns den Speicherort aus. Das sind hier jetzt meine fertigen Projekte. Speichern. Und jetzt hier oben rechts den Speicherort, wie das Video heißt und wie viel Fortschritt er gemacht hat. Und dann schätzt er noch, wie lange das dauern wird. Ich würde mich dann gleich wieder melden, wenn er fertig ist. So! Ja, wir sind wieder da. Es ist fertig, Auftrag erledigt, das Häkchen ist da, Zeit ist auch da, 24 Minuten hat sich es gerendert. Eigentlich ganz solide für... Wie lange dauert das Video? 21 Minuten und 13 Sekunden, ja, fast 14 Sekunden. Oh, das war's dann. Wenn ihr dann fertig seid, habt ihr es dann in eurem Ordner, wo es fertig ist. Hier, Shortcut Tutorial. Ja. Das war's dann. Ich hoffe, das Tutorial hat euch geholfen, Shotgun ein bisschen zu präsentieren. Wie gesagt, es ist gratis. Anders als jetzt irgendwie Sony Vegas, Final Cut Pro, was es noch nicht sonst so gibt. Es ist gratis, das ist halt das große Ding. Es ist auch nicht schwer zu lernen. Also ich finde, man kann sich die Tutorials easy raussuchen oder auch do it yourself, Selbststudium machen. Ganz easy eigentlich. Ich finde die Benutzeroberfläche auch übersichtlich, kann man sich auch schon einrichten, je nachdem wie man will. Ja, das war's dann von mir. Wir sehen uns dann beim nächsten Video von mir. Bis dahin, tschüss!